Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der letzten Predigt hatte ich ja bereits über Hesekiel 38 gesprochen, das 38. Kapitel im Buch Hesekiels, und über diesen Angriff von asiatischen Armeen auf das gelobte Land, und zwar nach der Wiederkunft Christi zu Beginn des Millenniums. Ich möchte heute mit Kapitel 39 fortfahren, weil wir dort auch noch sehr viele interessante Begebenheiten und Erkenntnisse gesagt bekommen, was zu dem Zeitpunkt geschehen wird. Zunächst aber mal eine Bemerkung in eigener Sache. Sie haben vielleicht jetzt festgestellt, dass wir einige alte Videos wieder auf YouTube aufgeladen haben. Das liegt daran, dass es da scheinbar eine technische Schwierigkeit gegeben hat mit YouTube und diese ganz alten oder älteren Predigten waren auf einmal nicht mehr auffindbar auf YouTube, so mussten wir sie erneut aufladen. Wenn Sie also eine Predigt jetzt hören oder sehen, die neu ist, wie zum Beispiel die heutige, wird das Wort neu vor der Predigt, vor dem Titel der Predigt stehen. Wenn es nicht dort steht, dann handelt es sich um eine ältere Predigt, aber auch die sollten Sie sich ruhig noch einmal anschauen oder vielleicht sogar zum ersten Mal anschauen, wenn Sie sie bislang noch nicht gesehen haben. Die Predigt letzte Woche hatte ja den Titel Krieg während Christi Herrschaft. Und der heutige Titel ist dann halt Krieg während Christi Herrschaft Teil 2. Wie gesagt, Hesekiel Kapitel 39 fährt natürlich fort mit dem, was wir bereits gelesen hatten im 38. Kapitel. Aber wie ich sagte, hier wird noch einiges mehr erklärt. Lesen wir Hesekiel Kapitel 39, zunächst einmal die Verse 1 bis 4. Hesekiel Kapitel 39, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, und du Menschenkind, weissage gegen Gog und sprich. Gog, Sie erinnern sich, war ja der Führer, dieser Heerführer über diese Armeen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Mesech und Tubal. Alles natürlich Namen für Russland und für Gebiete, die zu der Sowjetunion gehört hatten. Siehe, ich will dich herumlenken, Vers 2, und herbeilocken aus dem äußersten Norden und auf die Berge Israels bringen. Und will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du mit deinem ganzen Heer und mit den Völkern, die bei dir sind. Ich will dich den Raubvögeln, allem was fliegt, und den Tieren auf dem Felde zum Fraß geben. Nun, das ist sehr interessant, weil diejenigen, die die Prophezeiungen über das Millennium kennen, ja wissen, dass die Zeit kommen wird, wenn die Tiere, die wilden Tiere, alle zahm sein werden. Die werden die Menschen nicht mehr belästigen, die werden keine Gefahr mehr bedeuten für die Menschen. Das heißt zum Beispiel, dass der Löwe sogar Stroh fressen wird wie das Rind oder wie der Ochse. Das heißt aber nicht, wie wir hier jetzt gerade gesehen haben, dass es zum Beispiel keine Raubvögel mehr geben wird, die Fleisch fressen. Das muss man verstehen. Es wird ja zum Beispiel auch in anderen Stellen im Neuen Testament davon gesprochen, dass wenn Babylon fällt, das Europa, das moderne Europa, es wird dann ein Ort werden, wo sich die Dämonen aufhalten werden und dann wird auch eine Verbindung hergestellt mit den unreinen Raubvögeln. Unrein in dem Sinne, dass sie nach wie vor nicht zu essen sind. Es gibt nämlich nach wie vor reine und unreine Tiere im Hinblick auf den Verzehr. Also hier sehen wir, es wird noch Raubtiere geben, aber die werden nicht mehr gefährlich sein für die Menschen. Es wird auch wilde Tiere geben auf Erden, wie wir gerade gelesen haben, wilde Tiere auf dem Feld. Aber die werden auch nicht mehr von der Natur her gefährlich sein für den Menschen. Darum geht es. Fahren wir jetzt mit Vers 5 fort. Du sollst auf freiem Felde fallen, denn ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr. Und ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Die so sicher wohnen, die aber teilhaben, zumindest in Gedanken an dieser Attacke, an diesem Angriff, dieser Gog und Magog-Scharen gegen Israel. Hier heißt es, dass Gott Feuer auf diese Armee werfen wird, um sie zu verzehren. Wir hatten aber vorher bereits gelesen, dass Gott auch andere Dinge machen wird, wie zum Beispiel, es wird ein Erdbeben geben, hatten wir gelesen. Er wird sogar mit Pest operieren. Er wird es dazu bringen, dass die sich gegenseitig selbst umbringen, die Armeen, die Soldaten in diesen Armeen und so weiter und so fort. Hier wird aber auch Feuer erwähnt, aber wie gesagt, es ist wichtig zu begreifen, es geht nicht nur um Feuer. Und es geht ja auch darum, wie es hier wieder gesagt wird, dass dieser Gog aus dem äußersten Norden kommt. Und das ist wichtig,
weil wir nachher noch darauf eingehen werden, was das bedeutet, im Hinblick auf einen weiteren Krieg, der noch stattfinden wird, aber zu Ende des Millenniums. Ein anderer Krieg als der, der hier beschrieben wird. Vers 7. Und ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen, sondern die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Nun, das ist wiederum sehr interessant hier. Es heißt, die Heiden sollen erfahren, die Völker. Das Wort Heide ist eigentlich lediglich ein Ausdruck für nicht-israelitische Völker. Muss nicht unbedingt negativ sein. Es ist lediglich eine Ausdrucksweise hier, um also israelitische von nicht-israelitischen Völkern zu unterscheiden. Also diese nicht-israelitischen Völker, die hier Heiden genannt werden, die werden erfahren, dass Gott der Herr ist, dass er in Israel herrschen wird. Die Völker werden zu dieser Erkenntnis gelangen. Aber es ist nicht ein Prozess. Ein Prozess, der nicht sofort mit der Wiederkunft Christi abgeschlossen ist. Dann gäbe es zum Beispiel ja diesen Angriff nicht zu Anfang des Millenniums. Schauen wir uns auch kurz einmal eine Stelle in Offenbarung Kapitel 15 an. Offenbarung Kapitel 15. Und Vers 4. Offenbarung Kapitel 15. Und Vers 4, dahin werden wir kommen. Das wird die Herrschaft Christi bewirken. Aber wie ich sagte, es ist ein Prozess. Da heißt es in Offenbarung 15 und Vers 4, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das, was wir hier in Ezekiel 38 und 39 lesen, zählt zu den gerechten Gerichten Gottes über seine Feinde. Und das wird wahrgenommen werden. Das wird offenbar werden. Das werden die Völker erkennen. Das wird sie unter anderem dazu bringen, Gott anzubeten. Sie werden dann nämlich erkennen, wer und was Gott wirklich ist. Lesen wir auch Zacharja Kapitel 8. Zacharja Kapitel 8. Und in Vers 22. Zacharja Kapitel 8 und Vers 22. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Dazu wird es kommen. Aber wie gesagt, es ist dies ein Prozess. Fahren wir fort in Ezekiel Kapitel 39, die Verse 8 bis 10 zu lesen. Ezekiel 39 und Vers 8. Da heißt es, siehe, es kommt und geschieht, spricht Gott der Herr, das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Und die Bürger in den Städten Israels werden hinausgehen und Feuer anzünden und die Waffen verbrennen. Kleine und große Schilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Spieße, und sie werden 7 Jahre lang Feuer damit machen. Nun, meine Damen und Herren, verstehen Sie, was hier gesagt wird. Die Bürger Israels, die Bürger aus den Städten Israels, die werden nicht kommen, um diese Waffen für sich selbst zu benutzen. Die werden nicht kommen, um die Waffen aufzubewahren, sodass sie sich später in einem weiteren Krieg gebrauchen könnten. Sie haben bereits gelernt, dass Kriegführung dem Sinne Gottes total entgegengesetzt ist. Wir hatten ja in Jesaja im zweiten Kapitel gelesen, dass auch die Völker dahin kommen werden, dass sie nicht mehr den Krieg lernen wollen und sie werden dann beginnen, ihre Schwerter zu Pflugscharen umzuwandeln. Die Israeliten hier haben das bereits begriffen. Die werden diese Waffen, die offensichtlich nicht in Pflugscharen umgewandelt werden können, die werden diese Waffen nehmen und sie verbrennen. Die werden ausgelöscht. Die werden nicht mehr existieren. Da wird es auch keinen Gebrauch mehr für geben, keine Notwendigkeit. Es heißt hier weiter, sie werden 7 Jahre lang Feuer damit machen. So viele Waffen hatten diese Armeen mitgebracht. Und sie brauchen kein Holz auf dem Felde zu holen oder im Walde zu schlagen, sondern von den Waffen werden sie Feuer machen. Und dann heißt es, und werden sie berauben, von denen sie beraubt sind, und plündern, von denen sie geplündert sind, spricht Gott der Herr. Nun, diese Terminologie muss man richtig verstehen. Es ist hier kein Raub in dem Sinne, dass man jetzt Diebstahl begeht. Das wäre ja ein Verstoß gegen Gottes Gebote.
Aber schauen wir uns die gleiche Terminologie an in 2. Mose Kapitel 12. 2. Mose Kapitel 12 und lesen wir zum Beispiel Vers 35. 2. Mose Kapitel 12 und Vers 35 und verstehen wir, was hiermit gemeint ist, wenn gesagt wird, sie werden die berauben, von denen sie beraubt worden sind. 2. Mose 12, Vers 35. Da heißt es nämlich hier, als die Israeliten aus Ägypten auszogen, aus ägyptischer Gefangenschaft, das hatte Gott natürlich bereits vorher schon angekündigt, dass das genau geschehen würde. Es war an dem Tag nach dem Passa, wo sie das taten, denn sie sind ja dann in der Nacht, der sogenannten Nacht des Wachens, also eine Nacht nach dem Passa, ausgezogen. Das wissen die meisten heute auch nicht. Und auch viele Juden sind ja total verwirrt über diese Frage. Aber hier heißt es in 2. Mose 12 und Vers 35. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, das stimmt nicht, die Israeliten taten. Hatten getan ist eine falsche Übersetzung. Die Israeliten taten, was Mose gesagt hatte, und nicht hatten sich geben lassen, sondern und ließen sich geben von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider. Also das taten sie. Die Ägypter, die wollten nämlich, dass die Israeliten rausgingen, so schnell wie möglich, aus Ägypten. Und die gaben denen sogar jetzt goldene Geschmeide. Nun schauen wir uns Kapitel 3 an, wie Gott das beschreibt, das ja geschehen würde, hatte das bereits Mose gesagt, noch bevor er ihn nach Ägypten gesandt hatte. 2. Mose 3, die Verse 21 und 22. Da heißt es, auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Oder andere Übersetzungen haben hier, und ihr sollt damit die Ägypter berauben. Also, das ist damit gemeint, aber es ist kein Raub in dem Sinne, dass die jetzt denen da was wegnahmen, sondern das wurde denen gegeben. Und so ist diese Stelle ja auch zu verstehen. Die haben in keinster Weise, die Israeliten, oder werden in keinster Weise jetzt einen Raub begehen in dem Sinne, dass sie jetzt Gottes Gebote übertragen oder übertreten würden. Aber die nehmen also jetzt die Sachen, die die Armeen mitgebracht hatten. Die waren jetzt ja tot, die Menschen. Und so konnten sie also diese Dinge an sich nehmen. Aber es lag kein Raub im Sinne vor, dass jetzt das Gesetz Gottes übertreten worden wäre. Hesekiel Kapitel 39 fahren wir fort in Versen 11 bis 17 zu lesen. Hesekiel 39, angefangen in Vers 11. Und zu der Zeit soll es geschehen, da will ich Gog einen Ort geben zu Begräbnis in Israel, nämlich das Tal der Wanderer östlich vom Meer, und das wird den Wanderern den Weg versperren. Dort wird man Gog mit seinem ganzen Heerhaufen begraben, und es soll heißen Tal der Heerhaufen des Gogs. Und das Haus Israel wird sie 7 Monate lang begraben. Das zeigt uns auch, wie viele Menschen das sein werden, die dann gegen Israel kämpfen wollen, damit das Land gereinigt werde. Ja, alles Volk des Landes, Vers 13, wird an ihnen zu begraben haben. Und sie werden Ruhm davon haben an dem Tage, an dem ich meine Herrlichkeit erweise, spricht Gott der Herr. Und sie werden Leute aussondern, die ständig im Lande umhergehen, die Leichen zu begraben, die noch auf dem Lande liegen, damit es gereinigt werde. Nach 7 Monaten sollen sie beginnen, nachzuforschen. Und wenn sie im Lande umhergehen und Menschengebeine sehen, sollen sie ein Zeichen aufrichten, bis die Totengräber sie auch im Tal der Heerhaufen des Gog begraben. Auch soll eine Stadt Stadt der Heerhaufen heißen. Sie werden sie, oder so werden sie das Land reinigen. Jetzt Vers 17. Du Menschenkind, so spricht Gott der Herr, sage den Vögeln, allem was fliegt, und allen Tieren auf dem Felde, sammelt euch und kommt herbei, findet euch zusammen von überall her zu meinem Schlachtopfer, das ich euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresst Fleisch und sauft Blut. Auch hier wiederum eine biblische Terminologie, die eigentlich bereits schon seinen Vorläufer findet, im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Wir finden ein solches, wenn man das so sagen will, Opfer mal in Anführungszeichen für die Tiere, in Offenbarung Kapitel 19 beschrieben. Ich möchte kurz mit Ihnen jetzt diese Stelle aufschlagen, Offenbarung Kapitel 19 und die Verse 17 bis 21.
Offenbarung Kapitel 19 und die Verse 17 bis 21. Das ist im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Das ist im Zeitpunkt, wenn die Armeen versuchen werden, gegen Christus zu kämpfen. Nun, das wird auch eine Kombination sein von europäischen Armeen und von Armeen aus dem Fernen Osten. Die Könige des Ostens werden nämlich auch erwähnt. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Vorläufer von dem, was dann noch kommen wird. Denn es heißt nämlich in Offenbarung 19 und Vers 17, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und schauen Sie jetzt hier den zeitlichen Zusammenhang. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, Jesus Christus, und mit seinem Heer, dem Heer der Engel. Er kommt ja mit Engeln zurück. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferde saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Nun, warum wird dies betont? Hier im Buch der Offenbarung zu dem damaligen Zeitpunkt und hier wiederum im Buch Hesekiel im 39. Kapitel. Nun, es soll zeigen, dass keine weltliche Macht gegen Gott ankämpfen kann und siegen kann. Gott wird es dazu bringen, dass alle diese Mächte, die rebellieren wollen, die sich nicht untertan machen wollen gegenüber Gott und Jesus Christus, die werden vernichtet werden. Nun, das hört sich heute in den Augen mancher, die an das sogenannte Christentum glauben, dass ihnen sagt, Christus sei gekommen, das Gesetz Gottes abzuschaffen, wir brauchten das Gesetz nicht mehr zu halten, wir sind heute frei in Christus, man muss also Liebe haben, die also definiert wird, als man kann tun und lassen, was man will. Für die hört sich das komisch an, nicht wahr? Aber Gott sagt uns klar und deutlich, er will, dass wir nach wie vor sein Gesetz halten, er will, dass wir nach wie vor ihn in der richtigen Weise lieben, denn das ist die Liebe Gottes, heißt ihr, dass wir seine Gebote halten. Und Christus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen, es anzufüllen mit geistlichem Gehalt. Aber wie wir noch sehen werden, das bedeutet keineswegs, dass wir jetzt heute frei sind zu sündigen. Denn Paulus sagt, wer das lehrt, dessen Verdammnis ist gerecht. Sie wollen doch nicht unter dem Fluch der Verdammnis sein, oder? Nun schauen wir uns an, wie es weitergeht. In Hesekiel Kapitel 38 oder vielmehr 39, aber jetzt die Verse 18 bis 21. Hesekiel 39 und die Verse 18 bis 21. Da sagt er, Fleisch der Starken sollt ihr fressen, wiederum geht es um die Vögel und die wilden Tiere, und Blut der Fürsten auf Erden sollt ihr saufen, der Widder und Lämmer, der Böcke und Stiere, all des Mastviehs aus Bashan. Und ihr sollt Fett fressen, bis ihr satt werdet, und Blut saufen, bis ihr trunken seid von dem Schlachtopfer, das ich euch schlachte. Sättigt euch von Rossen und Reitern, von Starken und all den Kriegsleuten an meinem Tisch, spricht Gott der Herr. Alle Kriegsleute werden nämlich dann umkommen. Krieg wird nicht mehr toleriert werden. Und ich will meine Herrlichkeit, Vers 21, unter die Heiden bringen, dass alle Heiden mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe, und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Die Völker werden Gottes Gericht sehen. Nun wussten sie, dass wir, wenn wir wahre Christen sind, wenn wir bei der Wiederkehr Jesu Christi verwandelt werden in Geistwesen, Eintritt finden in das Reich, in die Familie Gottes, zu einem Gottwesen werden, wie Gott der Vater ein Gottwesen ist, wie Jesus Christus ein Gottwesen ist. Wir werden teilhaben an der Familie Gottes. Gott erweitert seine Familie. Wussten Sie, wenn das geschieht, dass wir dann auch Anteil haben werden an den Gerichten Gottes? Schauen Sie, Christus wird, wenn er hier auf Erden richtet, wenn er auf dem Thron David sitzt, und es heißt ja, dass er auf dem Thron David sitzen wird in Jerusalem, und von dort wird das Recht gelehrt, von dort wird das Gesetz gelehrt werden, und alle Völker werden dann
dorthin kommen wollen, um dies besser zu verstehen. Christus wird keinerlei Rebellion mehr tolerieren. Er wird keineswegs die Auffassung vertreten, in meinem Reiche kann jeder nach seiner eigenen Fassung selig werden. Nein, es gibt nur einen Weg zu Gott dem Vater. Und dieser Weg ist durch Jesus Christus. Und wenn man selig werden will, und wenn die Menschen im Millennium selig werden wollen, müssen sie diesen einen Weg akzeptieren und gehen. Sie können nicht ihre verschiedenen Religionen weiter verfolgen wollen und meinen, auch das würde sie ins Reich Gottes bringen. Schauen Sie, es wird hier in Psalm 2 etwas sehr Deutliches gesagt. Psalm 2, die Verse 8 und 9. Psalm 2, die Verse 8 und 9. Hier spricht Gott der Vater in dieser Prophezeiung. Das ist seine Prophezeiung, die wird später auch im Neuen Testament wiederum zitiert. Gott der Vater spricht hier zu Jesus Christus. Und er sagt ihm, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum, und du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Nun, wer ist damit gemeint? Wenn Sie den Anfang dieses Psalms lesen, wissen Sie, es geht um die, die Rebellen sind, die sich nicht untertan machen wollen Gott gegenüber, die sich ihm nicht unterordnen wollen. Es sind diejenigen, die die Strecke, wie sie sagen, des Vaters und des Sohnes von sich abwerfen wollen. Rebellion wird nicht mehr geduldet werden. Aber schauen Sie, wie das hier formuliert wird. Und nun schauen wir uns einmal an, was Christus uns sagt. Wenn wir im Reich Gottes sind, wenn wir mit und unter ihm herrschen werden, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 25 bis 27. Offenbarung Kapitel 2 und die Verse 25 bis 27. Was ihr habt, in Vers 25, das haltet fest, bis dass ich komme. Wenn sie die Wahrheit erkannt haben, dann halten sie die fest. Dann lassen sie sich nicht von anderen verwirren, die kommen werden, um ihnen zu sagen, dass das ja nicht die Wahrheit ist, und die versuchen werden, sie wieder zurückzuholen aus dem sie herausgekommen sind. Nein, Christus sagt, haltet fest, was ihr habt. In Vers 26. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende? Also auch er spricht hier von Werken. Es geht nicht nur um theoretischen Glauben, sondern der Glaube Christi in uns, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, muss sich durch Werke, unsere Werke manifestieren. Haltet meine Werke bis ans Ende, dann will ich ihm Macht geben über die Heiden. Vers 27. Und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Genau das, was Gott der Vater Jesus Christus gesagt hatte im Psalm 2. Genau das sagt uns jetzt Jesus Christus. Wir müssen die gleiche Haltung, die gleiche Einstellung, das gleiche Verständnis haben natürlich, wie man herrschen und regieren muss, das Jesus Christus hat. Und er sagt auch hier in Vers 28, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Er gibt diese Macht oder teilt diese Macht mit uns, wenn wir im Reich Gottes sein werden, unter seiner Führung, unter seiner Leitung. Kehren wir zu den Psalmen zurück und schauen wir uns nun Psalm 149 an. Nun, ich zitiere diese Stellen bewusst, weil es zwei Extreme gibt. Das eine Extrem, das so im orthodoxen Christentum in den meisten Fällen zum Ausdruck kommt, ist das, dass alles geht. Es gibt keine Gesetze mehr. Man kann tun und lassen, was man will, aber man darf in keinem Falle von irgendeiner Strafe sprechen für die Übeltäter. Denn Christus ist ja gekommen, um für uns zu sterben, um uns Vergebung zu bringen, sodass der Übeltäter Vergebung erlangen kann, ob er jetzt bereut oder nicht. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Nun, das andere Extrem ist natürlich, dass man lediglich nur auf die Stellen, die ich jetzt hier lesen möchte, hinweist und vergisst, dass Christus mit absoluter Fairness, mit absoluter Gerechtigkeit, mit absoluter Liebe, mit absoluter Barmherzigkeit und absolutem Erbarmen herrschen wird. Er wird nicht gegen Menschen vorgehen, die es vielleicht noch nicht besser wissen, in der Weise, wie wir es gerade gelesen haben. Das ging hier um Rebellen, um Menschen, die absolut nicht willens sind, Gott und Christus untertan zu sein. Wir hatten ja gelesen, wenn zum Beispiel die Ägypter nicht kommen wollen, das Laubhüttenfest zu halten, dann wird er sie nicht gleich mit Feuer verbrennen, sondern wird zunächst einmal ihnen gewisse Segnungen vorenthalten, um sie zur Vernunft zu bringen.
Es kommt eben auf die Situation an. Aber schauen wir uns hier Psalm 149 an und schauen wir uns an, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt dies. Und wir können das nicht einfach aus der Bibel herausreißen und sagen, ach, das steht da nicht drin. Es steht da genau drin. Psalm 149, die Verse 5 bis 9. Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben steht. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja! Gott sei gelobt dafür. Nun, wie gesagt, es geht hier um Könige, um Edle, die sich Gott nicht unterstellen wollen, die sich ihm nicht untertan machen wollen, die auf diese Weise Lektionen erhalten müssen. Es geht hier auch um Vergeltung. Schauen Sie, auch das ist etwas, was viele missverstehen, vielleicht sogar auch in Gottes Kirche missverstehen. Wir sollen uns nicht selber rächen. Das ist klar und deutlich uns gesagt worden. Rächet euch selber nicht. Das heißt, hasset einander nicht, hasset niemanden. Hass in unserem Herzen ist gleichbedeutend sogar im Auge Gottes mit Mord. Denn schauen Sie, Hass wird zum Mord führen, wenn man die Gelegenheit dazu erhalten würde. Und Hass verzehrt einen inwendig. Hass reibt einen auf. Mit Hass im Herzen kann man nicht die Liebe, kann man nicht den Frieden Gottes haben, den Gott uns geben will. Also wir sollen über diese Gefühle hinwegkommen. Nun, ich weiß, dass viele unter Ihnen, die Sie mir heute zuhören und zuschauen, vielleicht sehr viel Leid ertragen mussten von anderen. Vielleicht sogar von ihren Verwandten. Vielleicht sogar von ihren Eltern. Vielleicht sogar von ihren Kindern. Wer es immer sein mag. Und manchmal sind die Dinge, die geschehen sind, die ihnen gegenüber verbrochen worden sind, sehr schwer zu vergessen. Sehr schwer zu überwinden. Vielleicht kann man es ohne Gottes Hilfe gar nicht, dass man sie überwindet, dass man sie vergisst. Und dann denkt man, ja, aber wenn es wirklich einen gerechten Gott gibt, warum lässt er so etwas zu? Oder diejenigen, die das getan haben, die kommen jetzt leer aus, die brauchen nicht dafür Verantwortung zu geben. Und da macht man einen kolossalen Fehler damit. Schauen Sie, wir müssen heute uns Gott unterstellen. Das heißt aber nicht, dass nicht die Zeit kommen wird, dass Vergeltung geübt wird an denen, die böses Unrecht getan haben, wie wir gerade das hier in dem Psalm gelesen haben. Es heißt, gebet Raum der Rache, der Vergeltung Gottes. Er wird vergelten. Schauen Sie, wir müssen dies Gott überlassen. Und Gott wird es in seiner Weise zur rechten Zeit tun. Aber glauben Sie ja nicht, dass diejenigen, die schlimme Verbrechen verübt haben und noch nicht einmal Reue dafür zeigen, dass die so davon irgendwie unbehelligt bleiben von der Strafe vom Gericht Gottes. Glauben Sie das nicht, wenn Gott sagt, wir müssen sogar von jedem eitlen Wort, an jedem unnützen Wort, das wir geredet haben, Rechenschaft ablegen am Tage des Gerichtes. Wie viel mehr diejenigen, die scheußliche Dinge getan haben, vielleicht an ihren eigenen Kindern, an ihren Eltern, was immer der Fall sein mag. Glauben Sie keineswegs, dass Gott dies alles übersieht. Gott ist ein gerechter Richter. Er wird mit Gerechtigkeit und Fairness richten. Und zwar einem jeden nach seinen Werken. Also das wollte ich hier kurz noch erwähnen, weil da einige eine gewisse irrtümliche Auffassung haben in Bezug auf wer und was Gott ist. Gott ist die Liebe. Das ist total richtig. Gott ist die Liebe, aber er gibt nicht Vergebung ohne Reue. Und Reue kann auch nicht ungeschehen machen, Taten, die wir vollbrochen haben und die dann Konsequenzen haben. Wenn Sie zum Beispiel im Vollrausch einen Autounfall haben und jemanden dabei überfahren und ihn töten, müssen Sie mit den Konsequenzen leben. Oder wenn Sie dadurch vielleicht Ihren Arm oder Ihr Bein verlieren, das amputiert werden muss, dann müssen Sie den Rest Ihres Lebens mit einem amputierten Arm oder einem amputierten Bein leben, das also nicht mehr da ist. Das kann durch die Vergebung Gottes nicht weggetan werden, ist doch gar nicht der Sinn der Sache. Vergebung hat mit der geistlichen Dimension zu tun, nicht mit Ihren physischen Konsequenzen, die Sie zu tragen haben, wenn Sie falsche Dinge getan haben, wenn Sie gesündigt haben. Aber wir werden Jesus Christus bei seiner Herrschaft über diese Erde unterstützen. Schauen wir uns nun
wieder Hesekiel Kapitel 39 an und kehren wir jetzt zurück zu Vers 22. Hesekiel 39 und jetzt lese ich die Verse 22 bis 27. Hesekiel 39, die Verse 22 bis 27. Da heißt es, das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin. Also hier ergibt sich schon Folgendes. Von dem Tage an sollen sie erfahren, dass Gott ihr Herr ist. Das kann sich also nicht auf eine Zeitspanne beziehen, die 1000 Jahre später vorliegt, die Zeitspanne zu Ende des Millenniums. Das ist offensichtlich eine Zeitspanne, die zu Beginn des Millenniums geschieht. Sie kann auch nicht vorher geschehen, weil dann nämlich Israel, das Haus Israel und das Haus Juda nicht im Frieden im gelobten Land sein werden. Die werden in Gefangenschaft sein, wie wir ja bereits gehört haben. Und ich lache nicht darüber in dem Sinne, dass ich mich darüber lustig mache. Ich sage dies in der Weise, weil einige auch das wiederum ablehnen und nicht verstehen, dass das Haus Israel und das Haus Juda in die Gefangenschaft gehen muss. Wir werden gleich sehen, warum. Und Christus kommt, um sie aus der Gefangenschaft herauszuholen, ins gelobte Land zu bringen. Und dann wird diese Attacke, dieser Angriff der asiatischen Horden stattfinden. Und wenn das geschehen ist, wenn Gott sich mit denen jetzt auseinandergesetzt hat, dann heißt es, dass das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin, Vers 23. Und die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist, weil sie sich an mir versündigt hatten. Darum habe ich mein Angesicht von ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher, dass sie allesamt durchs Schwert fallen mussten. Vers 24. Ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und ihren Übertretungen verdient haben und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Auch da hat Gott bereits schon zum damaligen Zeitpunkt, es kann sich auf das damalige Israel beziehen und es kann sich auf das moderne Israel beziehen, denn das wird sich wiederholen, was damals geschehen ist. Auch da hat Gott bereits Vergeltung zu einem gewissen Maße geübt. Gott straft. Gott züchtigt jeden, den er annehmen will. Und er will letztendlich alle Menschen in seinem Reich haben. Und einige werden sich dem entgegenstellen. Aber es ist der Wille Gottes, dass alle gerettet werden, dass alle zur Reue kommen. Er sagt hier in Vers 25, darum, so spricht Gott der Herr, nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, vergessen. Aber vergessen können sie es nur dann, wenn ihnen vergeben worden ist. Denn wenn Gott einem wirklich vergibt, dann heißt es, wirft er die Sünden weg. Die werden gar nicht mehr zurückgebracht, in dem Sinne, dass man an sie denkt. Und auch das Haus Israel soll diese Sünden dann vergessen. Und sie müssen vergessen, was an ihnen verbrochen worden ist, damit, wenn sie irgendwie noch Hass in ihrem Herzen tragen, dieser Hass ausgelöscht werden kann. Aber hier soll das Haus Israel vergessen, was sie getan haben, wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen und niemand sich schreckt. Und ich sie, Vers 27, und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Heiden gezeigt habe, dass ich heilig bin. Das Haus Israel wird von nun an wissen, dass Gott der Herr ist. Und die Heiden, die nicht-israelitischen Völker, die werden jetzt auch verstehen, dass ja, ursprünglich hat Gott das Haus Israel, das Haus Juda in die Gefangenschaft geführt. Die wurden zu Kriegsgefangenen. Die wurden in diesem nächsten Krieg, der ja auch kommen wird, bevor Christus zurückkommt, Kriegsgefangene werden. Und die Völker werden verstehen, dass das Gott zuließ, dass das Gott getan hat, aufgrund ihrer Sünden. Sie werden aber auch verstehen, dass wenn sie dann im gelobten Land sein werden, in der Zukunft, dass ihnen Gott die Sünden vergeben hat, dass sie bekehrte Menschen geworden sind oder dabei sind zu werden. Und sie werden auch verstehen, dass jetzt Gott dort herrscht und dass diese Vergangenheit ausgelöscht ist. Und es wird auch ein Grund sein, warum die Heiden dann beginnen werden, zu Gott zu kommen. Schauen Sie, Gott hat etwas Ähnliches getan im Alten Testament, zur Zeit, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, und zwar in 2. Mose Kapitel 16. Schauen wir uns dies auch kurz an. 2. Mose Kapitel 16, die Verse 6 bis 7. 2. Mose Kapitel 16, die Verse 6 bis 7. Mose und Aaron sprach zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat.
Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Und was sind wir, dass er wieder uns murrt? Sie gehen also jetzt zurück auf den Zeitpunkt, als Gott Israel aus Ägypten führte. Aber die hatten alles das wieder vergessen. Und jetzt sagt Mose und jetzt sagt Aaron, ihr werdet wieder ein Wunder von Gott sehen und werdet dann wiederum begreifen und innewerden, dass Gott das bereits damals für euch getan hat. Und so wird es auch dann im Millennium der Fall sein, dass Israel wiederum innewirkt, dass Gott derjenige ist, der absolute Herrschaft hat und der sich jetzt für Israel einsetzt, wie er es damals zur Zeit Ägyptens getan hat. Und sie werden das begreifen. Und so wird Gott geheiligt werden. Nicht nur in Israel, bei dem Haus Israel oder von dem Haus Israel und von dem Haus Juda, sondern auch von allen Heiden wird er geheiligt werden. Aber schauen Sie, warum hat Gott das Haus Israel damals in die Gefangenschaft geführt? Warum wird Gott heute in naher Zukunft das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda in die Gefangenschaft führen? Und ich will ganz klar jetzt machen, von wem ich hier spreche. Die modernen Nachfahren des alten Hauses Israel befinden sich heute, wie ich das schon mehrfach gesagt habe und gezeigt habe, in Amerika, in Großbritannien, in Neuseeland, in Australien, in Kanada. Und das Haus Juda natürlich hauptsächlich im Staate Israel. Wenn ich jetzt hauptsächlich sage, dann meine ich, wie es die Bibel sieht. Aber es gibt natürlich auch viele Juden in der ganzen Welt. Aber die werden in die Gefangenschaft geführt werden. Gott sagt uns das deutlich und wir werden uns jetzt einmal anschauen, warum. Denn das ist wichtig zu begreifen. Und es ist auch im Buch Ezekiel beschrieben worden. Ezekiel Kapitel 39 zunächst einmal. Und Vers 22 hatte uns ja gesagt, das Haus Israel soll erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin. Und wir hatten ja auch in Vers 7 bereits gelesen, von Kapitel 39, dass gesagt wurde, ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel. Sein heiliger Name soll wieder kundgemacht werden im Volk Israel. Warum? Weil er zunächst einmal im Volk Israel entheiligt worden ist. Gottes Name wurde und wird im Hause Israel heute entheiligt. Natürlich nicht nur im Hause Israel. Auf der ganzen Welt wird dies geschehen. Aber es geht mir hauptsächlich jetzt um das Haus Israel, denn es sind diejenigen, die in die Gefangenschaft geführt werden. Es sind diejenigen, die aber auch aus der Gefangenschaft herausgeführt werden, wenn Christus zurückkommt und die dann Erkenntnis erlangen. Und dann werden eben auch die anderen Völker dadurch auch Erkenntnis erlangen, wenn sie dies verstehen, worum es eigentlich geht. Schauen wir uns Ezekiel Kapitel 22 einmal an. Ezekiel Kapitel 22 und lesen wir Vers 26. Inwieweit wird heute Gottes Name überall entheiligt? Im Haus Israel, bei den Juden, bei den Nichtjuden, bei den Nicht-Israeliten. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an. Also diejenigen, die vorgeben, für Gott zu handeln, die vorgeben, seine Priester zu sein, seine Prediger zu sein, seine Pasteure zu sein, seine Evangelisten zu sein, was auch immer, die tun trotzdem seinem Gesetz Gewalt an. Selbst die Rabbiner tun es, denn Christus sagte ja auch zu denen damaligen Zeiten, das gilt für heute auch, durch eure Vorschriften, die ihr so erfunden habt, die ihr so erlassen habt, da haltet ihr nicht mehr das Gesetz Gottes. Erhebt das auf, um eure eigenen Traditionen halten zu können. Das gilt für heute genauso wie für damals. Und viele, die heute meinen, sie müssten zum Beispiel Ritualgesetze des Alten Testamentes nach wie vor aufrechterhalten, verstehen nicht Gottes Sinn. Verstehe nicht, dass durch das Opfer Jesu Christi die Ritualgesetze zum Beispiel abgeschafft worden sind. Die sind in der Tat abgeschafft worden, die waren nur zeitweilig. Aber nicht das Gesetz Gottes, das geistliche Gesetz der 10 Gebote und der Satzungen und der Rechtsvorschriften, die 10 Gebote näher erklären. Aber hier sagt er, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an. Sie entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied. Sie lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen. Und so werde ich unter ihnen entheiligt. Das war damals so, das ist heute so.
Sein Name wird dadurch entheiligt, meine Damen und Herren, dass wir heute in unserer westlichen Welt ganz besonders nichts von seinem wöchentlichen und seinen jährlichen Sabbaten hören, wie es zu halten gilt, nach wie vor. Und man hört vielfach von Sonntag und von Weihnachten und von Ostern und jetzt in Deutschland auch mehr und mehr von Halloween, alles Tage, die mit der Anbetung Gottes laut Bibel nichts zu tun haben. Das waren alles Tage, die heidnischen Göttern geweiht waren, den heidnischen Sonnengöttern, wie sie ja wissen oder wussten sie es nicht. Heidnische Sonnengötter waren am 25. Dezember geboren worden. Jesus Christus ist keineswegs am 25. Dezember geboren worden. Kann es gar nicht sein. Es war die total falsche Jahreszeit. Da waren zum Beispiel Hirten auf der Weide, die hüteten ihre Schafe bei Nacht. Das haben sie niemals im Dezember mehr getan. Da war nämlich die Regenzeit, die begonnen hatte, zum Beispiel. Es war ein heidnischer Sonnengott, der an einem Karfreitag gekreuzigt wurde, an einem Ostersonntag auferstand. Jesus Christus ist keineswegs am Freitag gekreuzigt worden, noch an einem Sonntag auferstanden, sonst hätte er nämlich sein Zeichen nicht erfüllt, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gewesen war. Aber ein heidnischer Sonnengott. Ostera ist die Begründerin von Ostern, die wird bereits schon im Alten Testament mehrfach erwähnt, ein heidnisches Fest. Und die Aufzählung könnte fortschreiten. Es geht darum, heute werden nicht die Gebote Gottes gelehrt. Natürlich, wenn man davon ausgeht, die sind alle abgeschafft, dann hat man vielleicht auch in gewisser Weise von menschlicher Sicht her eine Rechtfertigung, dies zu tun, aber nicht in göttlicher Sicht, weil sie keineswegs abgeschafft sind. Schauen wir uns an, was Gott dazu zu sagen hat. Wir brauchen ja nicht darüber zu spekulieren, wie Gott das sieht. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 20 einmal an. Hesekiel Kapitel 20, die Verse 11 bis 13. Da sagt er, ich gab ihnen meine Gesetze oder meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Nun, wenn wir durch die Gesetze Gottes leben, wenn wir sie halten, warum würden wir dann davon ausgehen heute, dass die nicht mehr existieren? Wollen wir dann sterben? Hat uns Gott jetzt diese Gesetze weggenommen? Ich gab ihnen auch meine Sabbate, Vers 12. Jedes Mal, wenn das Wort Sabbate erwähnt wird, bezieht es sich auch auf die jährlichen Festtage. Die werden nämlich auch Sabbat genannt, nicht nur auf den wöchentlichen Sabbat. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Erkennen sie, dass Gott sie heiligt. Nun, was ist das Zeichen, dass sie dies erkennen, wenn sie seinen Sabbat und seine jährlichen Festtage halten, sagt uns Gott hier. Vers 13. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste, und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält, und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Und dies wird immer und immer wieder betont. Vers 16 spricht davon, dass sie seine Sabbate entheiligten. Dann sagt er hier in Vers 18 von Kapitel 20, und ich sprach zu ihnen oder ihren Söhnen in der Wüste, ihr sollt nicht nach den Geboten eurer Väter leben, und ihre Gesetze nicht halten und mit ihren Götzen euch nicht unrein machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Nach meinen Geboten, Vers 19, sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Wissen Sie, dass Gott ihr Gott ist, der wahre Gott? Wenn Sie es wissen, dann deshalb, weil Sie seine Sabbate halten. Vers 21. Aber auch die Söhne waren mir ungehorsam, lebten nicht nach meinen Geboten, hielten auch meine Gesetze nicht, dass sie danach täten, durch die der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sabbate. Und dann heißt es hier in Vers 24 im gleichen Kapitel, dass sie seine Sabbate entheiligten, dass sie seine Gesetze verachteten und dass sie nach den Götzen ihrer Väter sahen. Und nun schauen wir uns an, was in Vers 25 gesagt wird. Darum gab auch ich ihnen Gebote, die nicht gut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten, und ließ sie unrein werden durch ihre Opfer. Nun, einige, die also absolut die Bibel scheinbar überhaupt gar nicht verstehen, obwohl sie von sich vorgeben, sie zu verstehen, die sagen, ja, wir sehen also hier, Gott hat denen also Gebote gegeben, die nicht gut waren. Damit sind die 10 Gebote gemeint. Damit sind all diese Sabbate gemeint und diese Rechtsvorschriften, die waren nicht gut. Der Zusammenhang zeigt uns doch genau das Gegenteil. Ich meine, wenn wir wirklich ehrlich mit dem sein wollen, was Gottes Wort hier sagt, dann ist doch diese Argumentation absoluter Unsinn.
absoluter Unsinn. Nichtigkeit des menschlichen Denkens kommt hier zum Ausdruck. Nein, die Gesetze, die er ihnen gab, oder besser übersetzt heißt es, und ich ließ sie dann Gesetze finden. Oder ich gab sie ihnen in dem Sinne, dass er es nicht verhinderte, dass sie diese Gesetze jetzt entwickelten. Von denen ja auch Christus sprach, auch damals schon zu dem Zeitpunkt, als er hier auf Erden war, dass menschliche Traditionen die Gesetze Gottes abgeschafft haben in dem Sinne. Das waren Gesetze, die nicht gut waren. Gesetze wie zum Beispiel den Sonntag zu halten. Gesetze wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern zu halten. Damit kann man nicht leben. Und durch diese Gesetze, wenn man sich hält, kann man nicht leben, weil sie eben nicht der Verehrung des wahren Gottes dienen. Schauen Sie, Gott hatte den Israeliten damals bereits schon gesagt. Er sagt, wenn ihr ins gelobte Land kommt, dann schaut euch nicht an, wie damals die Heiden ihre Götter verehrt haben und sagt, so wollen wir es auch tun. Wir wenden das aber dann auf den wahren Gott an. Gott sagt, ich werde eine solche Verehrung nicht akzeptieren. Er sagt, ihr sollt euch noch nicht einmal Gedanken darüber machen, wie die Heiden ihre Götter verehrt haben, damit ihr nicht auf den Gedanken kommt, das auf die gleiche Weise mir gegenüber zu tun. Also hier, es ist deutlich, dass Gott sagt, weil das alte Israel ihn dadurch entheiligt hat, dass sie seine Gesetze, die er ihnen gegeben hatte, nicht hielten. Und weil sie eben ihn dadurch entheiligt haben, weil sie den wöchentlichen und die jährlichen Sabbate nicht hielten, deswegen mussten sie in die Gefangenschaft gehen. Und genau das wird in der Zukunft geschehen. Denn auch heute werden die Gesetze Gottes und mit Sicherheit nicht der Sabbat und die heiligen Tage von weder dem Volk der Vereinigten Staaten, noch Großbritanniens, noch Kanadas und so weiter und so fort gehalten. Und auch die Juden halten die Gesetze, sogar was die Sabbate anbelangt, nicht richtig. Sie wissen ja vielleicht, dass sie zum Beispiel das Laubhüttenfest gar nicht für die 8 Tage lang halten. Nun, obwohl Gott klar und deutlich sagt, das muss für 8 Tage lang gehalten werden. Also wie gesagt, es gibt da schon interessante Entwicklungen, auf die man achten muss. Wir lesen in Psalm 106, die Verse 35 bis 38. Im Übrigen nebenbei gesagt, halten die Juden auch das Passa am falschen Tag. Psalm 106, die Verse 35 bis 38. Sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans. Schauen Sie, sie hatten sich von dem wahren Gottesdienst total entfernt und hatten dann den Götzendienst der Heiden angenommen, das dann sogar dahin geführt hat, dass sie ihre eigenen Kinder diesen gräulichen Götzen opferten, sodass das Land mit Blutschuld befleckt wurde, Vers 39. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und wurden abtrünnig durch ihr Tun. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über sein Volk und sein Erbe wurde ihm zum Abscheu. Lesen wir auch noch in Vers 41. Er gab sie in die Hand der Heiden, dass über sie herrschten, die ihnen Gram waren. Und das wird genau wieder geschehen. Das ist, was die Bibel sagt. Das war in der Vergangenheit der Fall und das wird auch in der Zukunft der Fall sein. Aber wissen Sie, ich will das mal ganz deutlich heute machen. Wenn man sich von Gott abwendet, wenn man den wahren Gottesdienst nicht betreibt, so wie er in der Bibel beschrieben ist, und wenn man Alternativen sucht und findet, und die kann man finden, das ist ja heute ein Supermarkt von Religionen da draußen, man kann ja fast zu jeder einzelnen Religion gehen, wo man will, nach jedem Geschmack, jeder Passion, aber Gott sieht das ganz anders. Gott sieht das nämlich so, dass sie entweder Gott anbeten, oder sie beten den Gott dieser Welt an und seine Heerscharen, nämlich Satan, den Teufel und seine Dämonen. Nun, das sage nicht ich, ich sage es auch, aber ich sage es, weil es die Bibel sagt. Gott hatte die Menschen gewarnt in 3. Mose, Kapitel 17. 3. Mose, Kapitel 17. Lesen wir, was er hier sagt in Vers 7. 3. Mose, Kapitel 17 und Vers 7. Da sagt er, und sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern. Andere Übersetzungen haben hier den Dämonen. Nicht mehr den Dämonen. Schauen Sie, sie hatten das gar nicht verstanden, höchstwahrscheinlich. Sie hatten diese Opfer im Sinne eines heidnischen Götzendienstes geopfert. Aber Gott sah das an, als ob man jetzt den Dämonen opferte, mit denen sie Abgötterei treiben.
und es soll ihnen eine ewige Ordnung sein, von Geschlecht zu Geschlecht. Aber schauen wir uns an, was in 5. Buch Mose Kapitel 32 geschrieben steht. 5. Buch Mose Kapitel 32 und in Vers 17. Nun, ich weiß, dass das nicht unbedingt die populärste Lehre ist, die ich hier Ihnen präsentieren kann, aber es ist die Lehre der Bibel. Und wenn Sie Gott gehorchen wollen, wenn Sie Gott treu sein wollen und wenn Sie Ohren haben zu hören und Augen zu sehen, dann wissen Sie, was diese Stellen Ihnen sagen. 5. Mose 32 und Vers 17. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott. Den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Aber indem sie diese Götzen, diese Götter in Anführungszeichen, angebetet haben, haben sie, wie Gott es sieht, Dämonen angebetet. Und schauen wir uns auch an im Buch Amos, Kapitel 5. Amos, Kapitel 5, die Verse 25 und 26. Amos, Kapitel 5, und Vers 25 und 26. Als Gott auch in der Wüste, oder vielmehr als die Israeliten auch in der Wüste begannen, von Gott abzufallen, schauen Sie, was Gott hier sagt. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste, die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? Ihr truget den Sakut, euren König, und Kewan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt. Und das sind alles Namen hier, die erwähnt werden von heidnischen Göttern, die jetzt in Israel verehrt wurden. Aber schauen Sie, Gott sah es so, dass sie Dämonen verehrten. Denn die waren die Urheber dieser Entdeckung, dieser Ideen, dieser Entwicklungen. Paulus warnt uns. Denn im Neuen Testament sagt Gott uns nichts anderes als im Alten Testament. Paulus warnt uns davor, in solcher Verfahrensweise fortzufahren. Im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief. Lesen wir einmal Kapitel 10. Und denken wir nicht, dass Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, auf einmal jetzt so tolerant geworden ist, dass er ohne weiteres ihren Gottesdienst akzeptiert, auch wenn dieser Gottesdienst aus dem Heidentum stammt. Schauen Sie, das nennt man Synkretismus, wenn man heidnische Ideen sogar mit etwas Wahrem verbindet. Gott lehnt das ab. Wenn man Gott anbetet, muss man ihn in der Wahrheit anbeten und im Geiste. Und man darf ihn nicht auf eine Weise anbeten, wie es damals die Heiden getan haben oder heute noch tun und meinen, man kann dies dann unter einem christlichen Mantel tun und dann ist das in Gottes Augen wohlgefällig. 1. Korinther Kapitel 10. Lesen wir Vers 20. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 20. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Und jetzt wird ganz deutlich, wovon er hier spricht, in Vers 21. Denn schauen Sie, er spricht hier die Korinther an. Und damals war der Gott Attis und auch der Gott Mithra sehr populär. Und der Gott Attis hauptsächlich, der hatte auch ein, wie man das sagen könnte, Abendmahl. In dem Sinne, dass man diesem Gott Attis zum Beispiel Brot opferte und Wasser opferte, manchmal auch Blut. Aber es war zu Ehren dieses Gottes und die Heiden taten dies. Und es war scheinbar so, dass hier einige Korinther meinten, sie könnten an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und deswegen sagt Gott hier durch Paulus, ich will nicht, dass ihr in die Gemeinschaft mit bösen Geistern kommt. Es ging also gar nicht mehr so zunächst einmal um die Götzen, diese Götzenverehrung, diesen falschen Gott Attis. Es geht hier um böse Geister, um Dämonen. Und jetzt sagt ihr in Vers 21, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken, eine klare Bedeutung, eine klare Beziehung auf das Passa, das einmal im Jahr von getauften Mitgliedern der Kirche Gottes zu halten ist. Auch da sehen das einige anders, die meinen, die könnten das Passa halten, ob sie getauft sind oder nicht. Paulus warnt uns davor, er sagt, seht zu, dass ihr das nicht in unwürdiger Weise tut. Denn wenn ihr es in unwürdiger Weise tut, und damit ist auch gemeint, wenn ihr es tut, obwohl ihr den Heiligen Geist nicht habt, dann kann dadurch ein vorzeitiger Tod sogar bei euch eintreten und vor allen Dingen auch Krankheiten. Lesen Sie die Stellen durch im 1. Korintherbrief, die das klar und deutlich sagen.
Er sagt hier, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Nun muss da mehr noch dazu gesagt werden. Ich hoffe, Sie verstehen, was Paulus uns hier sagen will, was Gott uns hier sagen will durch Paulus. Kehren wir zu Hesekiel 39 zurück. Wenn Christus herrschen wird hier auf Erden, dann wird sich das alles verändern. Dann wird es keine falschen Religionen mehr geben. Dann werden keine Dämonen mehr angebetet werden, keine Götzen mehr angebetet werden. Aber es wird dies ein Prozess sein. Die Heiden, die nicht-israelitischen Völker, werden auch dazu kommen, dass sie erkennen, dass dies eine falsche Anbetung ist. Und sie werden dann sich davon abwenden. Sie werden von Gott belehrt werden, von Jesus Christus, ausgehend von Jerusalem. Hesekiel 39, die Verse 28 und 29. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Und ich will mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott, der Herr. Auch hier wiederum klar eine Stelle, die sich auf den Beginn des Millenniums beziehen muss. Sie kann sich nicht auf einen Zeitpunkt vor dem Millennium beziehen, denn zu dem Zeitpunkt hat Gott keineswegs seinen Geist über das Haus Israel ausgegossen. Das kommt erst, wenn sie in der Gefangenschaft sind und wenn sie sich dann bekehren und wenn dann Christus sie aus der Gefangenschaft herausholt, zunächst einmal in die Wüste bringt und dann ins gelobte Land. Aber leider ist es so, dass es zu Ende des Millenniums, nachdem man fast 1000 Jahre lang Frieden hatte, Glück hatte, Wohlstand hatte, nachdem dieser Krieg hier zu Beginn des Millenniums dann zu Ende ist und nachdem es die ganzen Jahre dann hindurch weiter keine Kriege mehr gab, zu Ende des Millenniums wird es noch einmal einen Krieg geben. Auch das wird deutlich beschrieben in Offenbarung Kapitel 20. Aber es ist dies nicht der gleiche Krieg, der hier in Hesekiel beschrieben wird. Und das kann man aus verschiedenen Stellen klar und deutlich entnehmen. Es wird dies ein weiterer Krieg sein. Der letzte, der jemals auf Erden ausgefochten werden wird. Und wie ich sagte, ausgefochten in dem Sinne, dass er ganz schnell sein Ende finden wird. Aber schauen wir uns auch an, wer hier dahinter steckt. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, wenn die 1000 Jahre vollendet sind oder dabei sind, sich zu vollenden, wie es heißen soll. Die sind noch nicht total zu Ende. Das Millennium ist noch nicht total abgeschlossen, aber es ist dabei, dem Ende zuzugehen. Vielleicht so ein paar Jahre vor Ende des Millenniums. Wenn es also dabei ist, vollendet zu werden, dann wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und er wird ausziehen zu verführen. Das ist das, was Satan immer schon getan hat, was Satan immer tun wird, so wenn er die Macht dazu erhält, zu verführen, die Menschen zu verführen. Er wird ausziehen, sie zu verführen, und zwar wen? Die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog. Aber das sind nicht die gleichen Armeen hier, die in Hesekiel 38 und 39 beschrieben werden, denn die kamen aus dem Norden, wie wir gesehen hatten. Hier geht es um Völker an den vier Enden der Erde. Überall wird Satan die jetzt verführen. Dass hier Gog und Magog erwähnt wird, soll uns nur zeigen, die gleiche Geisteshaltung, die die Armeen zu Beginn des Millenniums hatten, als sie begannen, das gelobte Land einnehmen zu wollen, diese genaue Geisteshaltung, die wird dann auch wieder vorherrschen. Er wird also gehen zu diesen Völkern an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Er verführt sie, Krieg zu führen. Wo kommt Krieg her? Von Satan. Satan ist der Urheber des Krieges. Und wenn wir heute am Krieg teilnehmen, dann machen wir uns damit, in den meisten Fällen unbewusst, zu Instrumenten und Werkzeugen Satans. Er verführt sie zum Kampf, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Also jetzt stellen Sie sich das mal vor. Jetzt haben die Menschen in Frieden und Wohlstand gelebt und jetzt kommt Satan und verführt sie zum Krieg, gibt denen jetzt Gedanken ein und wie der Sand am Meer wird es dann die Menschen geben, die diese Verführung aufsitzen und aufsitzen werden. Und sie stiegen herauf, Vers 9,
auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, Jerusalem. Und jetzt arbeitet Gott sehr schnell. Die brauchen auch hier keinen Krieg zu führen, die brauchen sich auch nicht zu verteidigen, die Heiligen, die geliebte Stadt Jerusalems. Feuer fiel down vom Himmel oder fiel down vom Himmel herab auf die Erde und verzehrte sie. Also nicht diese ganzen Aktionen, die in Hesekiel 38 und 39 beschrieben werden. Hier geht es ganz schnell nur mit Feuer. Und die werden sofort verzehrt. Da werden also auch keine Leichen mehr übrig bleiben, die dann begraben werden müssen. Also das sind klar und deutlich unterschiedliche Ereignisse hier. Das heißt hier, Feuer fiel herunter vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Und kurz zum Abschluss noch hier eine Erklärung. Das heißt hier, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das Wort waren steht nicht im Urtext. Das Wort sie steht eigentlich auch nicht im Urtext. So haben einige es folgendermaßen übersetzt, was auch wichtig ist. Der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, in Klammern, wo auch das Tier und der falsche Prophet hineingeworfen worden waren, nämlich 1000 Jahre zuvor, Klammer zu, um gequält zu werden. Es geht zurück auf den Teufel, um gequält zu werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort waren ist eine Ergänzung der Übersetzer hier. Das steht ja nicht im Urtext. Es muss etwas ergänzt werden, was auch dem Sinn des Urtextes entspricht. Und das Tier und der falsche Prophet, die werden ja nicht für 1000 Jahre lang in diesem feurigen Pfuhl gequält. Die haben ja keine unsterbliche Seele. Die werden vernichtet im Augenblick, als sie 1000 Jahre zuvor in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Die werden verbrannt werden, wie viele Stellen im Alten Testament uns das auch zeigen. Wenn Sie das immer noch nicht verstehen, einige von Ihnen, die haben mir geschrieben, haben gesagt, ja, ich glaube aber doch, dass es eine Hölle gibt. Lesen Sie unsere Broschüre Europa in der Prophezeiung, die Ihnen deutlich zeigt, was das Schicksal des Tieres und des falschen Propheten ist. Das wird nämlich sowohl im Alten als auch im Neuen Testament klar und deutlich beschrieben. Und das Feuer, dieser feurige Pfuhl, wie uns Matthäus sagt, der ist ja auch vorbereitet worden für nicht die Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel und seine Dämonen. Also wenn Sie darauf bestehen, dass es heißen soll, sie werden gequält werden, dann bezieht sich das nicht auf das Tier und den falschen Propheten, sondern auf den Teufel und seine Dämonen. Also keineswegs lädt die Bibel irgendwo an eine ewig existierende Hölle, wo die Menschen für alle Zeit und Ewigkeit gequält werden. Eine solche Hölle existiert nicht, die gibt es nicht und die Bibel lehrt sie nicht. Ich sage das nicht, die Bibel sagt es. Aber schauen Sie auch hier wiederum, wie gewaltig die Einflussnahme Satans ist, dass der, nachdem er für 1000 Jahre lang nicht in der Lage war, die Völker zu verführen, wenn er dann für eine kurze Zeit freigelassen wird, er so viele Menschen wieder verführen kann, die dann wieder bereit sind, Krieg zu führen, andere umzubringen, andere zu töten. Gott hat uns klar und deutlich gesagt in seinem Wort, dass er uns herausrufen will aus dieser Welt. Eine Welt des Bösen. Eine Welt, die von Satan, dem Gott dieser Welt, wie es heißt, verführt ist, beherrscht ist. Satan ist der Fürst der Finsternis, der Fürst, der in der Luft herrscht, über diese Welt, wie ich das ja auch kürzlich in einer Predigt über Satan zum Ausdruck gebracht habe. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir uns den Gesetzen, den Geboten, dem Willen, der Weisheit Gottes untertan machen müssen. Dass wir beginnen müssen, so zu denken, wie Gott denkt, so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat, der uns gesagt hat, tut euer Schwert weg. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Der gesagt hat, liebe eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Krieg ist total entgegengesetzt zu dieser Lehre. Aber auch in unseren Gedanken müssen wir dies begreifen. Und wir müssen immer verstehen, dass es Satan ist, der uns zu den falschen Dingen verführt. Und der unsere Natur dahingehend ausgebildet hat. Und wir haben das ja zugelassen, dass unsere menschliche Natur eigentlich Satans Natur ist. Aber Gott will, dass wir eine göttliche Natur entwickeln. Und wir können dies nur durch die Gabe des Heiligen Geistes in uns, die wir dann auch benutzen müssen, so zu leben, wie Christus und Gott der Vater es wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik